Ich möchte heute 10 Euro an Care spenden. Aber wie viel davon kommt eigentlich bei den Menschen vor Ort an? Auf der Homepage von Care steht, dass 86% direkt in die Projekte fließen. Was mit den restlichen 14% passiert, möchte ich heute herausfinden und frage bei den Verantwortlichen von Care nach. Ich fange an bei Peter Runge. Er ist für die Programmabteilung verantwortlich. Ich möchte Care heute mit 10 Euro unterstützen und hätte gern, dass der vollständige Betrag in die Projekte fließt. Warum lassen sich in Ihrem Bereich die Verwaltungskosten nicht vermeiden? Ja, wenn die Spende komplett in das Projekt fließen würde, hätten wir leider kein Projektcontrolling. Und ein Projektcontrolling vor Ort ist sehr wichtig, weil die Kollegen, die dort in den Projekten arbeiten, den Projekterfolg laufend überprüfen, Berichte auswerten und für uns ganz wichtig ist, aus unseren Projekten zu lernen. Und auch sehr wichtig ist, dass ein Euro Spende uns auch ermöglicht, bei öffentlichen Zuwendungsgebern wie der Europäischen Union oder dem Entwicklungsministerium weitere 3 Euro dazu zu bekommen, sodass wir insgesamt mehr Projekte finanzieren können. All das wäre, ohne dass die Spenden auch in die Verwaltungskosten gehen, leider nicht möglich. Eine Tür weiter gehe ich zu Michaela Monig, der Leiterin des Controllers. Könnte man nicht bei Ihnen Verwaltungskosten einsparen? Also bei uns im Controlling auf keinen Fall. Denn die Hauptaufgabe im Controlling ist halt die ständige Beobachtung der finanziellen Situation unseres Unternehmens und vor allem der kritische Blick auf unsere Finanzen. Weil nur so können wir entscheiden, ob wir in der Lage sind, Projekte durchzuführen oder nicht. Ein zweiter wichtiger Teil ist natürlich, dass wir Rechenschaft ablegen müssen gegenüber den Wirtschaftsprüfern. Das heißt, alle Projekte müssen dargelegt werden in Form von Belegen. Alle Einnahmen und Ausgaben müssen erklärt werden können. Und wenn das alles rechtmäßig ist, bekommen wir das Zertifikat von den Wirtschaftsprüfern. Und dieses Zertifikat schafft Vertrauen bei unseren Spendern und nicht zuletzt bei unseren institutionellen Zuwendungsgebern. Von der Pressesprecherin Sabine Wilke möchte ich wissen, warum die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit so wichtig ist, dass sie von Spendengeldern finanziert werden muss. Spenderinnen und Spender erwarten heute zu Recht eine große Transparenz. Sie wollen einer Hilfsorganisation nicht einfach vertrauen, sondern sie wollen genau wissen, was ihre Spende bewirkt und wem sie hilft. Über unsere Homepage, den Newsletter, über Medienarbeit, aber auch unseren Jahresbericht informiert Care, was mit den Spenden erreicht werden kann. Dafür sind wir bereits mehrfach mit dem Transparenzpreis von PricewaterhouseCoopers ausgezeichnet worden. Und unsere Öffentlichkeitsarbeit dient auch einem anderen sehr wichtigen Zweck. Wir lenken damit Aufmerksamkeit auf Themen und Weltregionen, die vielleicht ansonsten in Vergessenheit geraten würden. Martina Deller, Sie sind zuständig fürs Direktmarketing und die Spenderbetreuung. Was machen Sie mit Ihrem Teil der Verwaltungskosten? Ja, bei uns darf jeder Spender anrufen und jeder Spender darf uns einen Brief schreiben. Wir sind bemüht, das sehr schnell zu beantworten. Wir erteilen die Spendenquittung und wir sind jederzeit für den Spender da. Allerdings kostet es neben Arbeitszeit auch Porto und damit entstehen Kosten. Okay, das leuchtet mir ein. Spender wollen betreut werden. Aber könnte man nicht bei der Bildungsarbeit einsparen? Dazu befrage ich Thomas Knoll, den Referenten für Ehrenamt und Schulen. Wir bei Care sind davon überzeugt, dass wir nicht bei der Bildungsarbeit einsparen sollten. Wir denken, dass es zu unseren Aufgaben gehört, gerade junge Menschen an entwicklungspolitische Themen heranzuführen. Aus diesem Grund führen wir beispielsweise entwicklungspolitische Wettbewerbe für Schülerinnen und Jugendliche durch. Wir bieten Ausstellungen an, die man bei uns ausleihen kann und natürlich auch verschiedene Bildungsmaterialien. Und wir zeigen auch Engagementmöglichkeiten auf. Also mal ehrlich, bin ich froh, dass es Verwaltungskosten gibt. Denn eine Hilfsorganisation, die mir keine Infos zu den Projekten liefert, nie erreichbar ist und ohne Kontrolle arbeitet, möchte ich nicht unterstützen. Und so gesehen sind 1,40 Euro von 10 gespendeten Euro gar nicht so viel. So spende ich heute mit gutem Gewissen für die Hilfe im Projekt und alle anderen dazugehörigen Aufgaben.